Heute spreche ich über die Revolution des Trinkens im Wasserstoffzeitalter. Nun, viele wissen, dass das Hydrogen Age, wie man sagt, das Wasserstoffzeitalter nahe ist. Es ist schon greifbar auf den Straßen. Wasserstoffautos fahren herum. Wir tun das auch. Aber ich möchte Ihnen heute etwas erzählen über eine ganz andere, bislang weithin unbekannte Möglichkeit der Nutzung dieses Energieträgers der Zukunft. Nämlich beim Trinken, beim Wasser, Wasserstoffwasser trinken. Ja, Wasser trinken. Da fällt mir der Satz von Heinz Erhardt ein. Es ist gewiss viel Schönes dran am Element dem Nassen, sagte er, weil man das Wasser trinken kann, man kann es aber auch lassen. Viele werden da schmunzeln und wissen, was Heinz Erhardt damit meint. Gibt's nicht bessere Getränke? Nun ja, es kommt darauf an, was man mit dem Trinken bezwecken will. Also für die Gesundheit, da will ich Ihnen heute mal darlegen, was man mit Wasserstoffwasser alles machen kann. Aber zunächst mal zum Wasser trinken und unserer Abneigung. Seit dem Beginn der Menschheitsgeschichte stellt das Wassertrinken ein fundamentales Problem dar, weil Wasser bekanntlich sehr schnell verkeimt. Davor musste sich der Homo sapiens von Anfang an schützen. Hier auf dem Bild sehen Sie den ersten von Archäologen gefundenen Wasseraufbereitungstopf der Welt, eine Keramik aus China, 20.000 Jahre alt. Ein chinesischer Kaiser namens Shen Nong soll um 2737 vor Christus ein Gesetz erlassen haben, dass Trinkwasser grundsätzlich abgekocht werden muss. Das ist die wohl älteste Verordnung zur Lebensmittelsicherheit in der Geschichte der Menschheit. In unserer Zeit, fast 5000 Jahre später, ist Wasser aber immer noch kein weltweit sicheres Getränk. Und der Satz von Louis Pasteur, dass 90% aller Krankheiten durch Wasser übertragen werden, der gehört wohl immer noch zur weltweiten Realität. Wasser trinken ist immer noch ein Problem und die Lösung dafür hieß lange Zeit Tee trinken oder Bier brauen. Denn zur Herstellung dieser beiden ersten Kulturgetränke der Welt muss Wasser abgekocht werden und durch die Zusätze von Tee, von Gewürzen und von dem aus dem Getreidemalz durch Gärung entstehenden Alkohol ist Wasser nämlich auch bei wärmeren Temperaturen viel länger haltbar und dadurch ungefährlicher zu trinken. Die Chinesen und andere Völker haben daraus eine Hochkultur des Teetrinkens entwickelt. Und um etwa 3500 vor Christus in Mesopotamien, da haben die Sumerer das flüssige Brot entdeckt, das Bier, ein Grundnahrungsmittel, bei dem man Essen und Trinken in ungefährlicher Weise miteinander verbinden kann. Manche Forscher glauben sogar, dass das Bierbrauen vor dem Brotbacken entdeckt worden ist und das Bier lange Zeit als Zahlungsmittel akzeptiert war. In Ägypten zum Beispiel, im alten Ägypten, da gab es 17 Biersorten und zum Beispiel die Arbeiter an den Pyramiden wurden damit entlohnt. Vom Codex Hammurabi bis zum bayerischen Reinheitsgebot, Trinkwassergesetze aus älteren Quellen sind eher die Seltenheit, denn die Technik, Wasser so zu filtrieren, dass es auch ohne Abkochen ungefährlich ist, die kam erst im 20. Jahrhundert zum Durchbruch. Und so wurde das heutige Wassertrinken überhaupt erst möglich. Die ersten hochwirksamen Wasserfilter, die scheinen altgriechische Seeleute erfunden zu haben, denen auf ihren langen Reisen auf dem Meer das Trinkwasser ausgegangen ist. Aristoteles, der berühmte Philosoph, berichtet im 4. Jahrhundert vor Christus von einem porösen Gefäß aus Ton, also so eine Art Amphore, aus Ton und Bienenwachs. Und das hat man auf dem Meeresgrund versenkt und durch den hohen Außendruck
wurde dann das Wasser in das Gefäß gepresst, und zwar so, dass es vom Salz gereinigt war und man es trinken konnte. Erst im 20. Jahrhundert hat dann die amerikanische NASA das intelligente Verfahren zur heutigen Umkehrosmose weiterentwickelt, die ebenfalls durch Druckunterschiede dafür sorgt, dass Astronauten sogar ihren Urin trinken können. Die alten Griechen hatten aus dem ersten Wasserfilter sogar eine Frühform der Atomtheorie entwickelt. Einige Philosophen schlossen daraus, ja, es muss ja etwas so geben wie eine nicht mehr filtrierbare Materie, also Teile in kleinster, unteilbarer Form, die sogenannten Atomoi, unteilbar, Atome. Einer davon war Thales von Milet, der sagte, ja, Wasser ist der Ursprung von allem, es steckt letztlich überall drin und ist das kleinste und unteilbare Teilchen. Nun, Thales von Milet war ein Mathematiker und Antoine de Lavoisier war der Schießpulververwalter des französischen Königs und er bewies, dass Wasser durchaus teilbar ist. Er legte einen Flintenlauf über einen sehr, sehr heißen Ofen und ließ Wasser durchlaufen, bis es sich in zwei Gase auflöste, Wasserstoff und Sauerstoff. Das war kurz vor der Französischen Revolution, die Lavoisier natürlich einen Kopf kürzer machte. Aber es war eine viel wichtigere Revolution in der Wissenschaft, denn der Millionen Jahre lang geglaubte Augenschein, dass Wasser ein Urelement neben Feuer, Wasser, Luft und Erde ist, der hatte sich in zwei Gase aufgelöst. Und der Hammer dabei war, aus diesen Gasen konnte man einen Teil der über diesen Ofen hineingesteckten Energie wieder herausholen. Und zwar einfach, indem man die Gase wieder zusammenführt, einen Funken zur Zündung verwendet, es macht Bumm. Und was haben wir wieder? Wasser und viel frei werdende Energie. Das ist das Geheimnis von Wasserstoffgas. Die Wasserteilung in Gase, die geht auch mit weniger Aufwand. Man braucht keinen riesen Ofen dazu. Man braucht nur elektrischen Strom aus einer Batterie, also Gleichstrom. Diese Batterie hat der Italiener Alessandro Volta erfunden. Der dachte sich nämlich, Geld stinkt nicht, aber es kitzelt, wenn man Münzen auf die Zunge legt. Und zwar unterschiedlich, je nachdem, aus welchem Metall die Münze ist. Und so kam er auf die Idee der Batterie, denn er merkte, da fließt ein Strom. Und so hat er eine Karriere als Stromstapler gemacht, die sogenannte Volta-Säule. Die bestand aus immer unterschiedlichen Münzen aufeinandergelegt, getrennt durch ein Läppchen, das mit Wasser getränkt war. Das Wasser wirkte als Elektrolyt. Und der Volta hat sogar gemerkt, oho, bei der einen Münze schmeckt das Wasser säuerlich, bei der anderen, ja, so basisch. Also der hat es eigentlich entdeckt, worüber wir heute philosophieren. Hinzu kam ein deutscher Physiker namens Johann Wilhelm Ritter. Der war ein armer Schlucker und hatte kein Geld zum Lutschen. Aber er hat Froschschenkel mit dieser Münzmethode traktiert und die zuckten dann. Und er hat festgestellt, bei welchen Metallen zuckt der Froschschenkel mehr und bei welchen weniger. Und so hat er dann eine Spannungsreihe der Metalle aufgestellt, was man heute die Redoxreihe nennt und damit eigentlich das Redoxpotenzial entdeckt und so konnte damals um 1800 herum die Batterie systematisch verbessert werden. Der Ritter hat sogar noch den Akku erfunden, also ein Ding, das wir heute alle in der Tasche haben und ohne das wir uns unser Leben gar nicht mehr vorstellen könnten. Ich will Ihnen das mit den Redoxpotenzialen noch mal erklären und mit der Batterie. Also zum Beispiel Gold. Das hat ein Redoxpotenzial, das kann man messen, von 1,68 Volt. Und wenn man jetzt dagegen Lithium anschaut, ein anderes Metall, das hat minus 3,04 Volt. Das ist ein Riesenunterschied. Also 4,72 Volt Unterschied. Und diese Spannungsdifferenz, die könnte dann, man dann einfach durch Gegenüberlegen von diesen beiden Metallen, Gold und Lithium, und
eine Verbindung durch Wasser schaffen, könnte man zu einer 4,72 Volt Batterie machen. Das ist natürlich zwar viel Strom, aber auch viel Geld, was man dafür aufwenden müsste. Deswegen kriegt man beim Discounter natürlich heute aus unedleren Metallen die Batterien. Allerdings das Lithium, das setzt sich schon ziemlich durch. Also, wir hatten das Thema Wasserthermolyse, das ist das, was der Lavoisier gemacht hat. Also heiß machen, sehr, sehr heiß, und dadurch trennt sich's in die beiden Gase. Jetzt war der Strom da, um 1800 etwa, und da wurde die Elektrolyse des Wassers entdeckt. Es geht also mit ein bisschen Strom. Man braucht gar nicht viel Energie, also um das Wasser zu spalten. Und dieser Herr Ritter, der wollte eigentlich wissen, ja, wie viel Gas entsteht denn da jetzt aus dem Wasser? Und da hat er so eine Vorrichtung gebaut, die sehen Sie da oben links. Ich habe das Wasser eingefärbt grün, um zu zeigen, das ist neutrales pH 7 Wasser. Und das hat er in so ein Gefäß reingetan und zwei Reagenzgläschen rausgezogen, sodass das Wasser drin bleibt, und unten sind zwei Elektroden. So, und was kommt da raus? Das sehen wir jetzt, es bildet sich also durch die Elektrolyse Gas in den Röhrchen, und zwar auf der linken Seite das blaue O2 und auf der rechten Seite das hellblaue H2. Und das, was Sie hier rot sehen, das ist saures Wasser, und was Sie hier lila sehen, das ist basisches Wasser. Das Komische ist eigentlich nur das Verhältnis der beiden Gase, O2 und H2. Wie Sie sehen, ist es nicht 1:2, wie man vermuten sollte, wenn man die Formel H2O, also zwei Wasserstoffteile und ein Sauerstoffteil, sondern es ist 1:2,5. Und das konnte man sich ziemlich lange, ja fast mehr als ein Jahrhundert lang, nicht so recht erklären. Ein bisschen klarer wird's, wenn man sich Hofmanns Wasserzersetzungsapparat ansieht. Das kennen die meisten aus dem Chemieunterricht, da wird halt vorgeführt, wie die Wasserelektrolyse dazu führt, dass es dann exakt das Verhältnis 1:2 gibt, und damit weiß man, aha, das ist aus dem Wasser entstanden. Allerdings funktioniert der Wasserzersetzungsapparat im Chemieunterricht nur dann, wenn der Chemielehrer vorher das Wasser mit den Gasen ungefähr 10 Minuten lang angereichert hat und erst dann voll auffüllt und oben zuschraubt, sodass das stattfindet. Weil Wasser kann mehr Sauerstoffgas lösen, nämlich ungefähr 45 Milligramm pro Liter, während es nur 1,6 Milligramm pro Liter Wasserstoff speichern kann. Und dadurch kommt es zu diesem oben in der Gasbildung, wenn man jetzt den Apparat nicht vorher entsprechend präpariert, von 1:2,5 statt 1:2. Das ist also der ganze Trick bei dem Ganzen. Jetzt kommen wir mal zum Wasser trinken. Wann kam das so richtig in Mode? Also Wasser ist ja nicht immer voller Bakterien und Schadstoffe, so frisch aus der Quelle zumindest, aus vielen Quellen und manchen Quellen. Und schon gar nicht bei Heilquellen, sonst wären es ja keine Heilquellen, ist es verseucht. Muss also nicht abgekocht werden. Das wusste man im 19. Jahrhundert. Es gab da bereits systematische Darstellungen der natürlichen Heilquellen. Die waren also damals schon alle bekannt, und damit konnte man wissen, wo man auf Kur hinfährt. Aber das Problem ist natürlich, man ist nicht immer dort, wo die Heilquelle ist, wenn man Wasser trinken will. Und nicht jeder kann sich so eine Kur leisten. Das ist teuer, war was für die Reichen. Und da kam ein Apotheker, ein deutscher Apotheker aus Dresden, namens Friedrich Adolf August Strube, im Jahr 1821, auf die Idee, ja, machen wir doch künstliche Heilwässer. Und das hat er dann gemacht. Er hat einfach Mineralien zusammengepanscht nach dem Vorbild der Natur. Das konnte er mal schön analysieren. Wenn man Wasser abkocht, bleiben halt die Mineralien übrig, und dann zählt man, wie viel von was, und dann weiß man, was in dem Heilwasser an Mineralien drin ist. Das hat er gemacht, und zwar sehr erfolgreich. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein
hat er damit, also er jetzt nicht mehr, sondern seine Nachfolger, viel Geld verdient. Das war schick. Also das war in St. Petersburg, in London, in Berlin, in Mailand, glaube ich. Also jedenfalls sehr, sehr erfolgreich, diese künstlichen Mineralwässer des deutschen Apothekers Strube. Allerdings, man muss sagen, der medizinische Erfolg war dann doch nicht so gewaltig, wie man sich's vorgestellt hatte, denn es ist noch etwas anderes im Heilwasser wirksam als die Mineralien. Und heute wissen wir, dass das wahrscheinlich absolut Wichtigste in der Heilwirkung von Heilwasser das gelöste Wasserstoffgas ist. Es gab dann im 20. Jahrhundert eine andere Idee zur Herstellung künstlicher Mineralwässer. Die hat der Elektrochemiker Botho Graf von Schwerin mit seiner in Berlin ansässigen Elektroosmose AG erfunden. 1923 gab es dafür ein Patent und das ist eine sehr bemerkenswerte Elektrolysemaschine, die Mineralien im Wasser sozusagen mit Gleichstrom hin und her dirigiert. Der Trick ist, dass man so eine Membran hat, die nur bestimmte Mineralien durchlässt und so kann man durch den elektrischen Strom, da sind ja Ionen drin, das heißt unterschiedlich geladene Teilchen, deswegen kann man die einen zum Plus und die anderen zum Minus leicht ziehen. In der Mitte bekommt man dann mineralloses Wasser, deswegen heißt es Elektroosmose. Und in den beiden äußeren Kammern, da bekommt man dann eben ein mineralreicheres Wasser der einen Art, nämlich der basischen, und auf der anderen der sauren. Damit ist dieses Phänomen des sauren und basischen bei der Elektrolyse auch schon mal angedacht gewesen. Derjenige, der ein richtiges Geschäft daraus gemacht hat, war ein Münchner Ingenieur namens Alfons Natterer. Der hat so Ende der 20er Jahre diese Wasserelektrolyse betrieben. Ursprünglich war sein Gedanke, damit kann ich Brauwasser für die Brauereien standardisieren, sodass man dann auch in Washington und in Sao Paulo und in Brasilia, das gab es damals noch nicht, jedenfalls überall auf der Welt, in China, Münchner Bier brauen kann, weil man überall das gleiche Wasser mit Elektrolyse herstellen kann. Den Brauern war das aber ziemlich egal und da wusste der Natterer nicht, was er tun soll mit seiner tollen Erfindung. Und hat gesagt, okay, jetzt schauen wir mal das Wasser an. Und dann hat das befreundeten Ärzten gegeben. Einer davon war sogar so ein Promi-Arzt, der das bayerische Königshaus behandelt hat. Und die waren alle ziemlich begeistert davon, weil das den Leuten recht gut tat, wenn sie das trinken. Und das war ein gutes Geschäft, 50 Jahre lang, bis 1981, als der Natterer verstorben ist. Und das wurde in Apotheken zu Mondpreisen verkauft. Also Mondpreis heißt bei mir teurer als Bier auf dem Oktoberfest. Und der Natterer hat damit wirklich ein gutes Geschäft gemacht. Allerdings niemand in seiner Familie hat dieses weiter betrieben, sodass es in Deutschland für eine Zeit lang vom Markt verschwunden ist. Ab den 1960er Jahren, der hatte drei Sorten von diesem Elektrolytwasser, der Natterer. Ein saures, ein basisches und eins in der Mitte. Der hat ein Dreikammersystem verwendet, wobei das Neutrale auch heilsam war, wobei er keine Ahnung hatte, warum. Er hat dann auch das Neutrale langsam vom Markt genommen, weil er hat dann gemerkt, dass wenn man die beiden anderen mischt, dann bekommt man ungefähr dasselbe Ergebnis und das ist auch heilsam. Also gab es dann auch nur zwei Sorten. So in den 50er Jahren hat sich da auch, dann auch eine Elektrolytwasserszene in Japan entwickelt und ab den 1970er Jahren in der damaligen Sowjetunion. Die haben das Thema sogar sehr, sehr intensiv erforscht. Fünf Ministerien haben da Mittel dazu gegeben. Wahrscheinlich war das das größte Wasserforschungsprojekt, Trinkwasserforschungs-, Heilwasserforschungsprojekt, das es in der gesamten Geschichte der Menschheit je gab. 1000 Doktorarbeiten sind da auf Russisch geschrieben worden, zum Teil heute noch unübersetzt und unbekannt
in der westlichen Welt. Die letzte Wasserfabrik von Natara, wie gesagt, die wurde 1981, nach seinem Tod, geschlossen. Schon 1962 wurde in Japan ein erstes Elektrolysegerät als Medizingerät zertifiziert. Und 1965 bescheinigte das dortige Gesundheitsministerium folgende Anwendungen: Basisches Elektrolytwasser hilft gegen chronischen Durchfall, Verdauungsschwäche, abnormale Gärung in den Magen und Darm sowie bei gestörter Säureregulierung im Verdauungstrakt, und außerdem unterstützt es den Stoffwechsel einer gesunden Darmflora. Und das saure Wasser eignet sich für Kosmetikzwecke, für die Haut. Im Jahr 1966 war dann ein großer technologischer Schritt. Der links oben abgebildete Mann heißt Yoshimi Sano, und der hat die Technik revolutioniert, indem er den ersten sogenannten Wasserionisierer für zu Hause entwickelt hat. Dadurch konnte das nicht lange haltbare Wasser vor Ort produziert werden, und die Leute kamen natürlich in den höheren Nutzungsgrad hinein. Damit war das Elektrolytwasser befreit von der zentralen Herstellung in einer Fabrik, wie es bei Natara in Deutschland war. Und es widmeten sich jetzt auch namhafte japanische Kliniken, auch koreanische Kliniken, diesem Thema. Die hatten dann alle so ein eigenes Elektrolysegerät und konnten ihre Patienten versorgen, haben das jahrelang beobachtet, dann zusammengefasst, und dann gab es eine Fernsehserie. 1992, da haben diese ganzen Ärzte, die Sie hier auf den Bildern sehen, das sind alles sehr angesehene japanische und koreanische Mediziner, die haben dann gesagt, wow, bei Diabetes haben wir so und so viele 10.000 Fälle, wo es geholfen hat, und bei vielen anderen Sachen auch. Und dann diese Fernsehserie, die hat einen Boom ausgelöst. Da wurden dann plötzlich in einem Jahr 1 Million Geräte, so Wasserionisierer, verkauft. Deswegen ist Japan eigentlich das Stammland der Technologie, die ich Ihnen heute vorstelle. Als dieser Basenwasserboom dann langsam in die westliche Welt überschwappte, da drangen dann allmählich die bis dahin ziemlich unbekannten Ergebnisse der russischen Forscher durch. In kurzen Worten gesagt, besagten die, dass für die beobachtbaren gesundheitlichen Wirkungen weniger der basische pH-Wert verantwortlich ist. Die Japaner und Amerikaner sprechen immer von Alkaline Ionized Water, also basisches ionisiertes Wasser, und heben damit auf den basischen pH-Wert ab. Aber die Russen sagen, nö, das spielt überhaupt keine große Rolle, sondern es kommt auf das Redoxpotenzial des Wassers an. Sie erinnern sich an den Redox-Ritter, den ich Ihnen vorhin geschildert habe. Das war natürlich ein Schlag ins Gesicht all der Basenapostel, die dann immer gesagt haben, da gab es zum Beispiel in den USA einen Robert O. Young, den habe ich hier auch schon mal interviewt, der hat Millionen von Büchern verkauft mit einer pH-Diät. Also, ich habe auch ein Buch geschrieben, das hieß Trink dich basisch. Damals war man noch voll auf dieser Linie. Das war vor 2007, als man noch nichts über den Wasserstoff wusste. Also, jetzt mal zu diesem Redoxpotenzial. Also das Redoxpotenzial dieses basischen Alkaline-Wassers, das ist unerklärlich negativ. Minus 0,8 Volt. Und das bedeutet, wenn das Redoxpotenzial negativ ist, dann ist er in hohe Bereitschaft, Elektronen abzugeben. Das heißt, es wirkt antioxidativ, ja, wie ein Radikalfänger, wie ein Vitamin. Und man konnte das aber nicht so recht erklären, warum das eigentlich so ist. Weil normalerweise hängt es vom pH-Wert ab und von den gelösten Stoffen, die da drin sind. Je nachdem, was für unterschiedliche Redoxpotenziale die haben, die summieren sich dann auf. Aber dies war so unerklärlich negativ, und ja, man wusste nicht so genau, was es ist. Manche
Russen dachten sogar, das ist jetzt ein neues Feld der Chemie. Da muss man ganz, ganz komplizierte Theorien darüber entwickeln. Haben die auch zum Teil gemacht. Aber das war es nicht. Jedenfalls wusste man, das Wasser ist antioxidativ wirksam, wobei man das aus heutiger Sicht in Klammern setzen muss, weil es eben nur spezielle Oxidantien auflöst. Aber die Wasserionisierer bekamen dann alle so ein Etikett drauf, Antioxidant Water, also antioxidatives Wasser. Und das war auch eine Zeit lang ein Verkaufsschlager in Japan, Korea, USA und bei uns auch. Das negative Redoxpotenzial lässt sich aber innerhalb von ein paar Minuten aus dem Wasser entfernen. Wenn man es zum Beispiel in so einen Wirbler tut oder verschüttelt oder sonst irgendwas macht. Das hat der Arzt, der japanische Arzt Dr. Hidemitsu Hayashi als erstes bemerkt. Also hat er geschlossen, das muss eine antioxidative Substanz dafür verantwortlich sein, die da hinausgewirbelt wird. Und die ist für das ungewöhnlich niedrige Redoxpotenzial verantwortlich. Und dafür kam eigentlich nur, denn bei der Elektrolyse entstehen ja nur Wasserstoff und Sauerstoff aus dem H2O. Es kann eigentlich nur der Wasserstoff sein. Denn der Sauerstoff ist ja bekanntlich das Gegenteil, nämlich oxidativ. Also hat er da einen Kollegen, einen Zellforscher namens Sanetaka Shirahata in Japan dazu gebracht, jetzt machen wir doch eine Studie darüber und untersuchen mal alle möglichen Heilwässer und dieses Alkaline Ionized Water und dann nehmen wir auch noch Vitamin C Wasser dazu, dass wir normales Antioxidant haben und dann schauen wir mal, was wirkt jetzt stärker antioxidativ. Und ja, und zwar auf zellulärer Ebene, das war das Entscheidende dabei, also dass man dann wirklich von einer Wirkung im Menschen ausgehen konnte. Und ja, also die Wirkung von dem Elektrolytwasser, von dem basischen, war dann tatsächlich stärker und es wirkte so ähnlich wie SOD, das ist ein körpereigenes Antioxidant namens Superoxid-Dismutase. Also, und was er dann bei dieser Studie herausfand, war, dass es Wasserstoff ist. Wasserstoff. Allerdings hatte das Ganze einen Schönheitsfehler, denn er sagte, ja, das ist atomarer Wasserstoff. Das ist aber nun ein bisschen ein Problem, weil atomarer Wasserstoff eigentlich gar nicht stabil ist. Eigentlich überhaupt nicht stabil. Der wird sofort zu H2 und da hat man lange Zeit gerätselt, wie das jetzt denn mit dem H2 ist. Und dieser Mann, den Sie hier sehen, Shigeo Ota, der hat es dann herausgefunden, es ist tatsächlich molekularer Wasserstoff der Verantwortliche. Ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, 1,68 Volt ist das Redoxpotenzial, das positive Redoxpotenzial von Gold. In unserem Körper entstehen bei der Verbrennung von Sauerstoff oder wenn wir Strahlungsschäden bekommen durch Bestrahlung oder zu viel Sonne oder sonst irgendwas, da entstehen oft Stoffe mit einem noch höheren Redoxpotenzial als 1,68 Volt. Zum Beispiel das Hydroxylradikal, das hat 2,3 Volt im Plusbereich. Das ist der gefährlichste Elektronenräuber, der klaut sich Elektronen aus der DNA, beschädigt die, macht Replikationsschäden, Krebs und so weiter. Ist also ein richtig gefährliches Ding. Und dagegen wäre der Körper eigentlich ziemlich machtlos, weil er hat kein entsprechend starkes Antioxidant eigentlich zur Verfügung. Außer, und das war jetzt eigentlich eine ganz komische Entdeckung, weil man immer gedacht hat, ja, es gibt ja Wasserstoffgas im Körper. Das wird permanent eigentlich produziert oder schubweise, wenn wir unverdauliche Kohlenhydrate aus Pflanzenfasern und so weiter gegessen haben, durch Darmbakterien im Dickdarm, Anaerobie. Die machen dauernd Wasserstoffgas und das hilft
wiederum dieses gefährliche Hydroxylradikal zu knacken. Da wird dann einfach durch die Reaktion wird dann Wasser draus. Also so wird der Stress zu Wasser abgebaut, der oxidative. Und das funktioniert eigentlich normalerweise ganz gut oder sagen wir mal besser würde funktionieren, wenn wir genügend gut ernährte Dickdarmbakterien hätten. Haben wir aber nicht. Das hat drei Gründe. Erstens, unsere Ernährung ist nicht sehr ballaststoffreich, aber von Ballaststoffen leben genau diese Wasserstoffbakterien. Zweitens, wir haben nicht genügend Dickdarm. Der menschliche Dickdarm ist zu kurz. Er kann nicht so viele Wasserstoffbakterien bergen. Also gegenüber unserem nächstverwandten Affen, gegenüber dem Schimpansen, ist er viel kürzer. Das ist evolutionsbedingt, weil nur dadurch konnte der Mensch durch Dickdarmverkürzung konnte er mehr Energie in den Aufbau des Großhirns stecken. Deswegen ist der Aff meistens dümmer als der Mensch, weil der Mensch einfach mehr Hirn hat infolge eines verkürzten Dickdarms. Gut, da komme ich später nochmal zurück. Also jedenfalls bis zum Jahr 2007, der Herr Ota und einige Kollegen das herausgefunden haben, da wusste man nicht so recht, was soll eigentlich der Wasserstoff im Körper. Man hat gemessen, okay, da geht einer raus, der ist unbrauchbar, der ist inert, der ist faul, reaktionsträge. Ja? Er reagiert wirklich nur bei großer Herausforderung. Deswegen vergleiche ich den gern, wie Sie in der Überschrift sehen, mit einer Sprinkleranlage. Also die geht jetzt auch nicht an, wenn jemand eine Zigarette raucht, sondern nur, wenn es richtig brennt. Und genau diese Situation, dass es richtig im Körper brennt, ist, wenn zu viele Hydroxylradikale da sind. Und dann wirkt der Wasserstoff und öffnet die Schleusen und es kommt ja letztlich Wasser aus der Reaktion raus. Also Shigeo Ota selektives Antioxidans, die Sprinkleranlage des Körpers. Ganz wichtige Entdeckung, ein Meilenstein, möchte ich sagen. Hier komme ich jetzt nochmal auf diesen kurzen Dickdarm des Homo sapiens zurück. Also warum hat der Mensch im Vergleich zu seinem artverwandten Affen einen so großen Kopf mit so viel Hirn? Weil die Evolution seinen Dickdarm gekürzt hat. Also pro Zentimeter Dickdarm, der gekürzt wird, können mehr Hirnwindungen wachsen. Weniger Dickdarm bedeutet aber eben auch weniger wasserstofferzeugende Bakterien und dadurch mehr Schäden, wenn oxidativer Stress auftritt in Form von freien Radikalen. Dieses Manko, das uns die Evolution beschert hat, kann man eben durch die Einnahme von Wasserstoff von außen ausgleichen. So einfach ist es, wenn man es weiß, jetzt, seit 2007. Weil wenn man jetzt normale Antioxidantien in großer Menge zu sich nimmt, wie Vitamin C oder Vitamin D oder E, das kann gefährlich werden. Weil nämlich, wenn diese Antioxidantien nicht selektiv sind, dann greifen die auch freie Radikale an, die der Körper braucht, zum Beispiel zur Immunabwehr oder zur Regulierung des Blutdrucks, wie das NO. Stickstoffmonoxid ist auch ein freies Radikal. Aber eins, das wir unbedingt brauchen, weil sonst können wir unseren Blutdruck nicht mehr regeln. Auch dafür hat es einen Nobelpreis schon gegeben. Denken Sie, und auch große wirtschaftliche Folgen dieser Entdeckung. Denken Sie nur an die Viagra-Pille. Also dieses kleine blaue Ding, das setzt im Körper durch eine Reaktion Stickstoffmonoxid, also ein Radikal, frei. Und das schafft dafür, dass der Mann länger kann. Weil eben hier die Gefäßspannung geregelt wird. Also, und natürlich, da ist natürlich auch die Industrie sehr hellhörig, wenn sie da von so einer neuen Entdeckung hört, wie dem NO und jetzt das selektive Antioxidans. Und deswegen ist der Weltmarkt für Produkte, die Wasserstoff, und zwar hauptsächlich Wasserstoff angereichertes Wasser erzeugen, nach seriösen Schätzungen jetzt Anfang 2018 bei ungefähr 850 Millionen Euro pro Jahr
schon angewachsen. Also da ist eine blühende Industrie entstanden, die solche Geräte entwickelt. Und in der Medizin tut sich auch einiges. Also schon im Jahr 2015 war die Zahl der Arbeiten so groß, dass sich sogar ein Nobelpreiskandidat wie Garth Nicholson, ein Professor für Zellbiologie in Kalifornien, ausführlich damit beschäftigt hat. Er hat alle die Forschungsergebnisse geschildert, über 500 waren es damals schon, die seit 2007 zum Wasserstoff in der Medizin stattgefunden haben. Und dort gibt es eigentlich fast überall vielversprechende Ansätze. Bei Entzündungen, Autoimmunerkrankungen, Geschwüren, Nerven- und Hautkrankheiten, also auch Parkinson zum Beispiel, MS, Infektionen und Blutvergiftung, Krebs, Strahlenschäden, ganz wichtig, Schlaganfall, Herz- und Kreislauferkrankungen. Überall da gibt es schon sehr, sehr erfolgreiche Ansätze. Schwerpunktthema ist die neue Massenkrankheit Diabetes und auch Krankheiten der Niere und das Übergewicht. Natürlich ist das alles nach so wenigen Jahren noch nicht etabliert in der Schulmedizin. Da gibt es Forscher, die zum Teil an Kliniken, zum Teil in Labors, zum Teil mit Tieren forschen. Aber in China, Japan, Korea, den USA und übrigens seit letztem Jahr auch in Bayern versucht man das schon sehr, sehr konkret in praktische neue medizinische Konzepte zu verwandeln. Sie sehen hier aus dem Jahr 2014, da hat man schon eine Studie. Man weiß schon sehr gut darüber Bescheid, wie die Pharmakokinetik, nennt man das, also wie schnell kommt der Wasserstoff wohin im Körper, wann kommt er zu welchem Organ, wenn man zum Beispiel Wasserstoffwasser trinkt. Alles passiert tatsächlich, weil der Wasserstoff so winzig, winzig klein ist, das ist das kleinste Molekül überhaupt. Das passiert innerhalb von Minuten, nachdem man zum Beispiel ein Glas Wasserstoffwasser getrunken hat. Und damit sind die Grundlagen da, um gezielt zu forschen. Denn forschen heißt einfach mal messen, was passiert. Und die Publikationen sind in hochrangigen wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht worden, wie hier zum Beispiel in Nature. Jetzt ist es an der Zeit, mal einen kurzen Blick auf diesen neuen Shootingstar in der Medizin, Wasserstoff, zu richten. Der zieht natürlich auch Alternativmediziner magisch an, denn Pharmazeuten aller Länder, vereinigt euch, dieser Stoff ist nichts für euch, denn Wasserstoff ist der häufigste Stoff im Universum und damit billige Massenware. 75% der Gesamtmasse des Universums sind Wasserstoff. Ja, warum braucht man dann? Tja, weil auf unserem Planeten ist der eher Mangelware. Nur 0,12% der Gesamtmasse bestehen aus Wasserstoff. Und von diesen wenigen ist das meiste im Kreislauf und ist oxidierter Wasserstoff, also Wasser, H2O. Ja, wo ist er denn, der Wasserstoff, überhaupt? Naja, ich glaube, man kann schon sagen, dass das Wasserstoff sowas wie das Gas des Lebens ist. Denn in all unseren mitochondrialen Zellen wird einzig und allein darauf hingearbeitet, dass am Ende Wasserstoff aus der Nahrung herausgezogen wird. Und seine Energie ist es, die uns letztlich mit Energie versorgt. Darauf hat Albert von St. Györgyi schon in seiner Nobelpreisrede 1937 hingewiesen, natürlich ohne den heutigen Stand zu kennen. Und nun haben wir mit der Elektrolyse und den Wasserionisierern im Laufe der letzten 80 Jahre sehr massenkompatible Geräte entwickelt bekommen
um unser Trinkwasser mit Wasserstoff anzureichern und uns damit etwas Gutes zu tun. Hier sehen Sie, schon seit den 90er Jahren hatten sich diese Wasserionisierer entwickelt, die das Wasser nicht nur mit Wasserstoff anreichern, sondern auch leicht basisch machen, sodass das sogenannte basische Aktivwasser auch hilft, eine chronische Übersäuerung zu vermeiden und zu beherrschen und nicht nur den Wasserstoff dabei hat, der selektiv antioxidativ wirkt. Und seit dem Jahr 2010 wurden gezielt Geräte entwickelt, die man Wasserstoffgeneratoren oder Wasserstoffbooster nennt. Die sind meist kleiner als Wasserionisierer und auch billiger in der Anschaffung. Diese Wasserstoffbooster sind sehr schnell populär geworden, weil sie durch ihre Mobilität und USB-Kompatibilität zum Aufladen ein ideales Produkt für die Generation Smartphone sind. Denn die Generation Smartphone, die hat ja sogar Apps zur persönlichen Gesundheitsüberwachung. Wenn die joggen, dann wissen die genau ihren Blutdruck, ihre Herzratenvariabilität und so weiter. Und die sind es gewohnt, das Handy mit Gesundheit zu verbinden. Und da ist so ein Kleingerät wie der USB-Anschluss tatsächlich auch für die jüngeren Generationen. Wasserionisierer früher haben nur Leute, die schon alt und krank waren, gekauft. Heutzutage boomen bei den jungen Leuten diese Wasserstoffbooster. Die kleinen Wasserstoffbooster, die beheben das seit längerem bekannte Problem, dass die antioxidative Kraft des Aktivwassers zwar durch Aufbewahrung in einer prall gefüllten gasdichten Flasche sich zwar einige Tage lang erhalten lässt, sobald man aber die Flasche geöffnet hat, gast der Wasserstoff binnen einer Stunde deutlich aus und die Kraft dieses Wassers schwindet. Nach 2 bis 3 Stunden ist schon die Hälfte weg. In die meisten Booster dagegen kann man sogar Mineralwasserflaschen reinschrauben und sich auch so unterwegs, wo man keinen Wasserfilter zur Verfügung hat, mit sauberem Wasser zur Wasserstoffanreicherung versorgen. Ich zeige Ihnen mal hier so ein Ding. Ja, also da kommt Wasser rein, dann drückt man auf den Knopf und dann produziert es. Das sagt einem noch, was es macht. Und dann wird dieses Wasser mit Wasserstoff angereichert und danach kann ich es trinken. Es gibt natürlich inzwischen auch Wasserstoffwasser in mehrschichtigen Beuteln zu kaufen. Das ist auf der Basis von Aluminium und anderen Stoffen, die den Wasserstoff zurückhalten, dass der da nicht raus kann. Die Beutel kosten aber ungefähr 10-mal so viel wie Mineralwasser. Und natürlich sind sie auch nicht gerade umweltfreundlich. Wenn die dann überall in den Wäldern herumliegen, dann sind vielleicht wir gesund, aber wir machen unsere Umwelt damit krank. Es gibt auch Dosen sogar, zumindest in den USA, wo der Umweltminister nicht viel zu sagen hat. Aber der Wasserstoffgehalt dieser Dosen kommt an der von so einem Wasserstoffbooster bei weitem nicht heran, weil der Wasserstoffbooster hat ein Überdrucksystem und der kann Konzentrationen von bis zu 6000 ppb oder 6 ppm schaffen. Das entspricht 6 Milligramm pro Liter, also sehr viel. Es ist wichtig, den Wasserstoffgehalt oder die Konzentration richtig zu bestimmen. Das geschieht am einfachsten mit chemischen Reagenzien auf der Basis von Methylenblau mit Platinkoloid. Und diese Tropfen, die entfärben sich tropfenweise, wenn tatsächlich Wasserstoff vorhanden ist. Und auf die Weise kann man die Menge bestimmen, je nachdem, wie viele Tropfen sich entfärben. Vielfach wird auch mit einem billigen elektronischen Messgerät von der Firma Trustlex gemessen. Das kann aber überhaupt den Wasserstoffgehalt nicht messen, weil es nur eine Redox-Elektrode besitzt. Und
die Umrechnung, die da passiert, die Umrechnung des Redoxpotentials in einen angeblichen Wasserstoffwert nach der sogenannten Nernst-Gleichung, liefert ausschließlich dann korrekte Ergebnisse, wenn sich außer Wasserstoff und keine anderen redoxrelevanten Stoffe im Wasser befinden. Das funktioniert also nur bei destilliertem Wasser, und destilliertem Wasser trinkt man, wenn man bei Trost ist, nicht. Genauere Erklärungen zu diesem Thema und ausführliche Messtabellen zu fast allen auf dem Markt befindlichen Geräten finden Sie in meinem Buch Elektroaktiviertes Wasser, eine Erfindung mit außergewöhnlichem Potenzial, also damit ist das außergewöhnliche Redoxpotenzial gemeint, und natürlich auch, jetzt ist die Wasserproduktion schon vorbei, haben Sie gehört, wie schnell das geht. Es geht natürlich auch um das technologische und medizinische Potenzial dieser Erfindung. Das bekommen Sie im Buchhandel, oder Sie können es auch als kostenloses PDF bekommen. Da schicken Sie mir einfach an die eingeblendete Adresse oben asenbaum@web.de eine kurze E-Mail, dann bekommen Sie das kostenlos zum Lesen. Über 500 Seiten. Höhere Wasserstoffkonzentrationen lassen sich auch mit Wasserstoffsprudeltabletten erzielen. Je nachdem, in welcher Wassermenge man sie auflöst. Sie sehen, eine Tablette bewirkt also in unterschiedlichen Wassermengen natürlich unterschiedliche Wasserstoffkonzentrationen. Je mehr Wasser, desto geringere die Konzentration. Das Ganze funktioniert durch eine Reaktion mit metallischem Rheinmagnesium. Ich muss allerdings sagen, jetzt aus der Erfahrung, so hohe Konzentrationen sollte man nicht trinken, also zumindest nicht dann, wenn man Goldzähne hat oder Amalgamplomben oder sonst was Metallisches oder Zahnspangen oder sonst was Metallisches im Mund, weil da gibt es unangenehme Redoxreaktionen, also so Mini-Stromschläge, und deswegen sollte man also die Konzentration 1,6 oder vielleicht 2 ppm nicht überschreiten, je nach Empfindlichkeit auch sogar weniger. Am angenehmsten schmeckt das Wasser den meisten jedenfalls, wenn es aus einem modernen Wasserionisierer gewonnen wird und dann eine volle Sättigung, also von 1,6 ppm hat, beziehungsweise 1600 ppb angelösten Wasserstoff. Das entspricht dann 1,6 Milligramm im Liter. Zum Vergleich, schon 0,5 Milligramm Wasserstoff im Wasser sehen die meisten Wissenschaftler als therapeutisch wirksam an. Das Redoxpotenzial, das diesem Wasserstoffgehalt dann auch entspricht, das liegt dann bei etwa minus 600 Millivolt, also das Wasser hat eine sehr, 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 sehr hohe Bereitschaft, Elektronen abzugeben. Nun erkläre ich Ihnen noch den Unterschied zwischen einem Wasserionisierer und einem Wasserstoffbooster. Beide Geräte dienen der Erzeugung von wasserstoffreichem Wasser zum Trinken. Rechts sehen Sie den Booster mit einer sogenannten PEM-Zelle. Die erzeugt auf der oberen Seite, die mit dem sauberen Trinkwasser oder Mineralwasser gefüllt werden muss, Wasserstoffblasen, die dann durch die Elektrolyse des Wassers entstehen. Unter Druck lösen sich diese Blasen dann im Wasser, ansonsten verändert sich nichts. Der pH-Wert und die Mineralisierung des Wassers bleiben dabei unverändert. Und der bei der Elektrolyse gleichermaßen entstehende Sauerstoff wird nach unten über ein Ventil an die Luft abgelassen. Links dagegen, beim Wasserionisierer, fließt das Leitungswasser von unten nach oben, zunächst durch einen Wasserfilter, um es von eventuellen Schadstoffen zu reinigen. Dann kommt es in die Elektrolysezelle mit 2 Kammern. In der linken Kammer entsteht basisches Wasserstoffwasser und erhöhten pH-Wert, und in der rechten Kammer saures Sauerstoffwasser.
Manchmal gibt es auch größere Zellen, damit man mehr Wasser, das sind diese Durchflussgeräte, die haben dann 6 oder 7 Kammern. Egal, das erhöht nur die Leistung. Es werden aber nicht nur die entstehenden Wassergase im Wasserionisierer getrennt, sondern auch die im Wasser vorhandenen Ionen oder aufgelösten Mineralien. Die negativ geladenen Ionen, die wandern in die rechte Kammer mit dem Sauerstoffwasser. Die positiv geladenen, zu denen gehört zum Beispiel Calcium und Magnesium, die reichern sich in der linken Kammer mit dem basischen Wasserstoffwasser an, das man dann auch basisches Aktivwasser nennt. Oder andere Bezeichnungen sind Kangenwasser oder akionisiertes Wasser oder Aqua Volta. Und was es sonst dafür noch an teilweise geschützten Bezeichnungen gibt. Die Russen nennen das Ganze einfach nur lebendiges Wasser. Wasserionisierer für zu Hause gibt es seit den 60er Jahren, wie gesagt. Die sind heute hochentwickelt, aber sie kosten meistens zwischen 1000 und 2000 Euro. Oder bei manchen Firmen sogar noch mehr, sogar mehr als das Doppelte. Dennoch werden sie trotz der Konkurrenz durch die Wasserstoffbooster immer beliebter, vor allem bei Bevölkerungsschichten jenseits der 40. In diesem Alter macht sich nämlich fast bei jedem die Folge einer säurelastigen Lebensweise bemerkbar. Süßigkeiten, Fritten, Fleisch, Kaffee, Alkohol und saures Sprudelwasser. Die zehren im Laufe der Jahrzehnte an den basischen Pufferreserven im Körper. Und so kommt es, dass den Betroffenen ein basisches Wasserstoffwasser aus dem Wasserionisierer einfach leckerer schmeckt als ein neutrales aus einem Booster. Also ich beobachte die Wasserszene seit 2004 wirklich sehr intensiv und kann jedem nur raten, auf die Stimme seiner Sinne zu hören. Also probieren Sie den Unterschied. Wer keinen Unterschied schmeckt, der sollte einfach einen Booster wählen, denn der Wasserstoff ist der Hauptzweck aller Geräte und den produzieren sie beide. Aber wer nur einen Booster haben will, der sollte allerdings wirklich achtsam bei der Wahl seines Mineralwassers sein oder sich zumindest noch einen guten Wasserfilter für zu Hause anschaffen. Beides zusammen, guter Wasserfilter und ein Booster, ja, maximal 400 Euro. Auf jeden Fall sollten Sie das ewige Wasserschleppen beenden. Das geht nämlich auf Dauer nicht nur in den Geldbeutel, sondern auch auf Ihre Bandscheiben. Und was haben Sie davon, wenn sich Ihr Orthopäde freut? Am komfortabelsten ist es natürlich, wenn man beides hat. Schon mit einem einfachen Wasserionisierer mit 7 Elektrodenzelle kriegen Sie in einer Minute 1200 ppb Wasserstoff und einen pH-Wert von 10,6 zustande. Wenn Sie das dann 10 Minuten nachboosten mit einem Booster, dann haben Sie 1300 ppb Wasserstoff. So viel brauchen Sie aber vielleicht gar nicht. Aber unterwegs ist es ideal, wenn Sie das Wasser, das inzwischen auf dem Weg von zu Hause Wasserstoff verloren hat, einfach mit Wasserstoff wieder auffrischen können in einem Booster, dann ist das halt natürlich sehr komfortabel. Apropos auffrischen. Also glauben Sie gar nicht, dass der menschliche Körper der einzige ist, der durch Wasserstoffwasser erfrischt wird. So wie hier auf dem Bild die Linsensamen mit Wasserstoffwasser viel, viel schneller, also die auf der rechten Seite sind das natürlich, aufkeimen. Sie können auch einen welkenden Salat ein bisschen bei seinen Altersbeschwerden helfen, indem Sie ein paar Minuten in wasserstoffreiches Wasser einlegen. Noch besser funktioniert es mit basischem Wasserstoffwasser aus einem Ionisierer. Und weil der Wasserstoff das kleinste aller Moleküle, und zwar das viel bei weitem kleinste aller Moleküle ist, dringt er auch mühelos durch eine Eierschale und bewirkt in 30 Minuten eine deutliche Zunahme des Elektronenangebots. 18 Millivolt weniger Redoxpotenzial bedeuten übrigens bereits eine Verdoppelung des Angebots. Also das heißt nichts anderes als
Frische. Babymilchpulver. Die sind beim Anrühren mit dem üblichen, handelsüblichen Babywasser weit, weit weg von den Idealwerten frischer Muttermilch beim pH-Wert und beim Redoxpotenzial. Aber bei der Verwendung von basischem Wasserstoffwasser kommen sie ganz nah an das Ideal heran. Hier sehen Sie ein Diätpulver. Das ist, glaube ich, das mit diesem Mops. Wenn Sie da basisches Wasserstoffwasser verwenden zum Anrühren, also einem Ionisierer, dann gewinnen Sie 481 Millivolt hier in diesem Messbeispiel. 481 durch 18. Können Sie selber ausrechnen, wie oft sich das Angebot der Elektronen hier verdoppelt. Aber natürlich auch Sportler, die können ihre Muckibuden-Präparate zum Muskelaufbau durch das Anrühren deutlich in ihrer biologischen Attraktivität verbessern. Also diese und noch viele andere Beispiele können Sie gerne in meinem schon genannten Buch über elektroaktiviertes Wasser studieren. Natürlich sind auch Saft und Sirup ideale Kandidaten zur Verwendung von Wasserstoffwasser. Die Fruchtsafthersteller mischen banales Wasser in ihre Konzentrate hinein und verkaufen es dann insgesamt. Ich kaufe mir lieber ein richtiges Konzentrat oder einen guten Sirup. Und was glauben Sie, wie viel besser das erstens schmeckt und wie sich die Redoxpotenziale verbessern? Also viele Beispiele dazu sind ebenfalls in meinem Buch. Also Sie müssen nicht nur mehr Wasser trinken, um Ihr Leben attraktiver zu gestalten. In den Wasserstoffboostern oder in frisch abgefülltem Wasser aus einem Wasserionisierer sieht man kleine und größere Blasen aufsteigen. Oft wird dann behauptet, das würde die besondere Leistungsfähigkeit eines Geräts darstellen. Die Blasen zeigen aber nur an, dass überhaupt Wasserstoff erzeugt wird. Entscheidend ist aber nur, wie viel Wasserstoff sich im Wasser löst. Und je größer die Blasen werden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich lösen können. Die Blasen, die sich lösen können, die sind so klein, dass man sie mit bloßem Auge gar nicht sieht. Da oben jetzt nochmal die Erinnerung an mein umfangreiches Buch zu dem Thema. Kostenlos unter dieser E-Mail-Adresse anforderbar, asenbaum@web.de. Dort können Sie auch weitere Fragen an mich schicken. Aber bitte lassen Sie mir zur Bewertung ein bisschen Zeit. Nicht immer bekommen Sie innerhalb von ein paar Minuten eine Antwort, kann auch mal ein paar Tage dauern. Nur Geduld. Vielen Dank fürs Zuschauen.